Wo könnte die tolle Maschine denn sein? Na ja, gut, hier in diesem Raum ist sie schon mal nicht. Machen wir das Banner kaputt. Ich mag den Lord Gervasius nicht. Und seine blöde Sammlung mag ich auch nicht. Der geht mir sehr auf die Nerven. Mhm. Als ob ich das nicht sehe. Als ob ich so blind wäre, ehrlich. Da hustet wer. Wer hustet denn da? Gott, der läuft da. Der läuft da und da höre ich die Maschine. Ich glaube, sie kommt. Ja, sie kommt. Nix Geräusche geortet. Stirb einfach, Maschine. Boah, könnt ihr mal leiser kaputt gehen? Was ist da? Ah, ich glaube, da will ich noch nicht hin. Bist du hier alleine auf dem Gang? Bewachst du den alleine? Ich hoffe, dass du den alleine bewachst. Gott, ey. Naja, wenigstens keine Kameras mehr. Ach, die ist zu. Passt dieser Schlüssel denn? Nein, der passt nirgendwo. Ich wette, der passt hier in dem Haus nirgendwo. Ich habe einfach mal einen Schlüssel eingesammelt und die passen einfach alle nicht. Ach, die Entwickler haben mich mal wieder nicht lieb. Das finde ich nicht schön. Nein. Aua, warum kriege ich die Türen eigentlich ewig vor die Nase? Gott, ich höre noch so eine Scheißmaschine. Die kommt ja wohl nicht hier rein. So. Hier sind die Masken. War hier nicht mit den Teppichen irgendwas? Hier war irgendwas mit... Ja, mit den Teppichen war was. Ich wusste es doch. Scheiße. So ein Scheiß aber auch. Na, warten wir erstmal, bis Garrett sich voll geheilt hat. Ah. Naja, das könnte ja nicht so schwer werden. Ich meine, wir haben doch diese Pfeile hier, dann versuchen wir das doch einfach mal. Am besten ohne auf diese Teppiche zu treten. Ich frage mich, das soll doch eine Ausstellung sein, oder nicht? Die armen Besucher, die dann hier rumlaufen, die gehen doch, die sterben doch auch alle. Oh, Garrett. Darf ich das nochmal laden? Das war jetzt eigene Doofheit von mir. So war das nicht geplant. So, nochmal bitte, lieber Garrett. Das kriegst du ja wohl... Garrett hängt außerdem auch noch fest unter diesem Scheiß da. Unter diesem Scheißregal. Was ist das für ein Scheiß? Häng jetzt bitte nicht wieder fest. Danke. Gib mir die Maske. Dankeschön. Jetzt hätte ich gerne meinen Pfeil wieder. Gib mir den Pfeil. Huh. Hui, 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 hui. Ich bin nicht begeistert. Absolut nicht. Ich dachte gerade, ich stehe schon wieder auf diesem Scheißteppich. Gott, ey. Kann das so schwer sein, hier einfach was zu klauen? Maske der Alten. Ich habe eine Maske der Alten. Hehehe. Lauf, Garrett. Und lass dich nicht vergiften. Boah, ey, das ist doch... Furchtbar ist das doch. Ist das Ziel jetzt erledigt? Mal eben nachgucken. Ja, es ist erledigt. Boah, ich bin ja begeistert. Ja, und du bringst bestimmt auch noch Gold. Wie kriege ich denn das bitte hin, ohne dass mich dieser Teppich wieder verunsichert? Ach Gott, ey. Ich will das nicht machen. Und auf dem Gang läuft noch eine Maschine. Ich höre sie. So, bevor wir wieder Scheiße machen. Oh, wow. Er hat es geschafft. Ja gut, dann komme ich ja doch auf meine Beute. Jetzt muss ich wieder schnell zur Tür. Naja gut, ein bisschen Verlust ist immer, ne? Würde ich sagen. Wir haben da noch einen Heiltrank. Ich hoffe, ich habe den noch nicht zu früh genommen. Warten wir jetzt erstmal, bis er geheilt ist. Oh mein Gott, ey. Was ist das hier für ein Scheiß? Bist du jetzt fertig geheilt, lieber Garrett? Ja, bist du. Garrett, du bist ein Arschloch. Weißt du das? Weil er schon wieder unter diesem verkackten Regal hängen geblieben ist. Jetzt duck dich und dann fick dich. Ach, schon wieder die Brust der ewigen Mutter, lecker.
Ach ja, du bist ja kaputt. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Sechs Stück finde ich ein bisschen... Da schwebt ein Pfeil in der Luft. Ja, den nehme ich doch gerne, wenn da ein Pfeil in der Luft schwebt. Kamera und Viech. Habe ich noch einen Lärmpfeil? Nein. Nein. Naja, ich werde das Vieh hier schon irgendwie hinkriegen. Nur, dass es hier nicht dunkel ist, verdammt. Ja, dann bin ich dunkel. Geh mal dahin, Vieh. Ich habe gelernt, ja, und ich habe auch noch genau hier hingeschossen, wahrscheinlich. Es gibt kein Entkommen. Feind! Ja, es gibt kein Entkommen und du stehst genau in der Tür. Ich hoffe, ich komme. Ein Fehler. Dadurch. Ein Fehler. Ja, ein Fehler. Ist schön, dass die Tür sogar noch zugeht. Ich fasse es ja nicht. Ihr spinnt doch. Aber wenigstens komme ich hier noch durch. Ha, hallo, liebes Kamerachen. Ich hab dich auch sehr lieb. Du bist meine beste Freundin, weißt du das? Mach die Tür. Och, das sieht doch mal schön aus, oder? Ich finde, das sieht richtig nett aus. Ist die Tür auf? Nein, ist sie nicht. Ah, ist sie nicht. Das ist Schleiße, ja. Schlecht und scheiße. Ja, beruhig dich. Meine beste Freundin, du Kamera. Naja, gehen wir also hier lang. Ich dachte, da wäre eine Tür. Da ist aber eine Tür. Und das Ding sieht mich nicht. Naja, mal gucken, wenn wir den Schlüssel wieder finden. Naja gut, ich wollte den Schlüssel probieren, aber egal. Bevor ich unnötigerweise weiterschalte, probieren wir doch einfach unsere Dietriche. Aua. Lass das. Hoffentlich ist da jetzt nicht wieder so ein beschissener Raum. Ne, doch. Oh Gott, ihr spinnt doch. Garrett hat nicht mehr so viele Heiltränke, verdammt. Oh, nicht doch. Ich will das nicht machen. Könnt ihr das nicht für mich machen? Ich weiß, nein, könnt ihr nicht. Klau das. Noch eine Maske der Alten. Ich sollte nur eine klauen, aber egal, jetzt habe ich zwei. Bin ja begeistert. Puh. Ach, wie schön. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Garrett heiße. Kommst du da hoch? Ja, kommst du, danke. Und das sogar ohne dir was zu brechen. Nee, ich möchte das lieber von hier versuchen. Runter mit dir, ohne auf dem Teppich zu landen. Diesmal darf man also nicht sagen, bleib auf dem Teppich. Denn man sollte nicht auf dem Teppich bleiben. So, gib das her. Gib das her. Ich sagte, gib das her. Danke. Gott. Ich werde es bereuen. Ich werde es sowas von bereuen. Oh. Dankeschön. Naja, dann kriege ich mein Gold ja doch zusammen. Ich bezweifle nur gerade, dass ich hier aus dieser Ecke wieder wegkomme. Oh Gott. Ja, da müsste ich aber verdammt schnell sein. Das wird Garrett nicht... Kommst du hier hoch, bitte? Komm schon. Danke. Oh, Garrett, manchmal liebe ich dich ja wirklich. Manchmal hasse ich dich und manchmal liebe ich dich. Da könnte ich dich einfach knutschen. So. Wir sind wieder hier unten. Kommst du da hoch? Garrett. Garrett. Danke. Ach, man muss nur liebevoll mit dir umgehen, dann passt das schon. Oh Gott, ey. Ich frag mich, wie der Lord Gervasius sich seine Masken anguckt. Weil diese Maske ist hässlich. Die ist richtig hässlich. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also schön ist was anderes. Naja. In welche... Ja, ich sollte wieder in eine Ecke flüchten, ne? Weil ich will meine Pfeile behalten. Huh. Danke. Very vielen Dank. So, hier wieder hoch. Komm schon. Oh, Garrett.
Na ja, gut, dann versuche ich es halt vom Tisch aus. Na komm schon. Komm schon. Danke. Könnt ihr verstehen, dass mich das wahnsinnig macht? Aber ich habe schon zwei Masken der Alten. Garrett dürfte begeistert sein. Aber ich dachte, ich wäre gerade nochmal auf den Teppich gekommen. So. Was ist hier? Die ist zu. Passt der Schlüssel jetzt vielleicht mal? Nein! Warum auch? Es ist ja nur ein Schlüssel. Hoffentlich sind hier keine Maschinen mehr. Naja gut, die Maschinen sind mir ja noch egal. Aber ich habe nur noch 4 Pfeile, ne? Dann sind sie mir doch nicht so egal. Ach du Scheiße. Wer oder was? Da ist eine Kamera. 100%. Ja. Da will ich auch noch nicht hin. Nee, ich glaube nicht. Ich würde ja gerne mal in diesen einen Raum. Aber ich weiß ganz genau, dass diese Kamera dann versucht, auf mich zu schießen. Nein, ich wollte ausnahmsweise mal den Schlüssel haben. So. Du bist da. Ich will es nur versuchen. Der passt nicht. Schnauze. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich wollte nur wissen, ob der passt. Ach, sieht das nicht einfach schön aus, wie diese Maschine in dieser Tür hängt? Ich finde, es sieht sehr romantisch aus. Hier ist sonst keine Tür mehr. Ah, das war der Raum. Naja, dann sollte ich mal dahin gehen. Eventuell. Irgendwie ist es mir hier zu hell. Wache, wo bist du? Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß das. Na, dann siehst du mich ja noch mehr. Nein, tu das weg! Kriege ich dich ausnahmsweise mal wieder mit einem Pfeil und bist du alleine? Ich bin sehr interessiert daran, das zu wissen. Sir? Sind Sie das? Ja, ich bin es. Dein Vorgesetzter, Lord Gervasius. Ich befehle dir, woanders hinzugehen. Aber du hörst ja nicht auf mich. Ach, hier bin ich dunkel, komischerweise. Ja. Also so manchmal, vor allem direkt vor so einer Lampe, aber wir sind dunkel. Egal. Hättest du die Güte, diesen Gang hier geradeaus mit Richtung Rücken zu mir zu gehen, das wäre sehr nett. Naja, vielleicht treffe ich dich ja auch so. Komm zu mir. Hallo, ich habe gesagt, du sollst zu mir kommen. Bist du besoffen, mein lieber Freund? Na, zu lange gewartet. Egal, das war mir irgendwie doch zu gefährlich. Naja gut, eben war ich heller und er hat mich nur gegrüßt. Also von daher dürfte er mir jetzt nichts anhaben dürfen. Können, meine ich. So manchmal... Die Tür ist auch nicht richtig auf. Na komm, wenn du nochmal hier lang gehst, dann wirst du einen Pfeil in den Kopf kriegen. Ja, wo bleibst du denn? Ey, ach deswegen, weil die Tür automatisch wieder zugeht. Na komm, ich weiß, dass du kommst. Bisschen schneller vielleicht. Oh, so doch nicht. Dann halt so. Na komm! Der lebt noch, verdammt. Komm zurück, elender Feigling! Ich will aber nicht. Ich will nicht zurückkommen. Vor allem, du hast einen Pfeil in den Kopf gekriegt und du lebst noch. Na gut, jetzt treffe ich dich mal durch die Tür. Mal wieder ein hilfreicher Bug. Der Mechanist damals hat mich durch eine Wand getroffen und ich treffe diesen armen Wachmann durch eine Tür. Ist es nicht schön? Noch jemand hier sonst? Gott, was habt ihr hier für... Geht das nicht aus? Achso, ich muss bestimmt... Passen da die Schlüssel vielleicht? Nur mal zum Testen. Nein, warum auch? Ah, das passt. Damit mache ich bestimmt... Was mache ich denn damit? Ich weiß es nicht mehr. Maschine. Geht doch alle weg. Sterbt doch einfach alle. So darf ich das jetzt benutzen.
Ich frage mich nur, wozu das gut ist. Was habe ich jetzt damit gemacht? Was habe ich gemacht? Ich sollte vielleicht erstmal diesen Wisch hier lesen. Wenn er da schon hängt. Willkommen bei Lord Gervasius, öffentliche Ausstellung alter und moderner Kunstwerke und Kuriositäten. Ja, das hatten wir doch eben schon. Also im letzten Level in einem anderen Stockwerk. Vorm Ballsaal. Naja, ich mache das jetzt einfach mal alles aus, weil aus kann ja meistens nur was Gutes sein. Na komm schon. Arr. Gott. Maschine.